Hallo und herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist André Schlepphorst aus der Anwendungstechnik und ich möchte Ihnen heute gerne einmal das Laminatnetzsystem aus der Kollektion Rock & Go vorstellen. Ja, wie hebt sich unser Laminatnetzsystem von den klassischen Laminaten ab? Einmal Aquastop. Aquastop bedeutet in dem Sinne, also er ist natürlich auch Feuchtraum geeignet, dank der Super Aquaprotect Platte und der Außenversiegelung in den Verbindungsbereich. Weiterhin Soundstop, das heißt also, wir haben eine hochwertige Unterlagsmatte mit einem Haftfilm auf das Material kaschiert und natürlich weiterhin auch Install-Ready, das heißt also eine schnelle und saubere Verlegung, die ich Ihnen nun im nächsten Step etwas näher bringen möchte. Ja, wo kann ich mir das Laminatnetzsystem verlegen? Natürlich auf alle mineralischen Untergründen, das heißt natürlich Zement-Estrich oder auch Anhydrit-Estriche. Aber auch ein Vorteil ist auf vorhandenen Nutzböden, das heißt also zum Beispiel im PVC oder Linoleum. Hier finden wir den klassischen Zement-Estrich vor. Hier empfehlen wir eine Grundierung aufzutragen, um einmal den Staub zu binden. Auf allen vorhandenen Nutzböden möge bitte einmal eine Grundreinigung durchgeführt werden, damit wir natürlich auch sicher gehen können, dass wir eine saubere Fixierung zwischen der Unterlagsmatte und dem vorhandenen Bodenbelag bekommen. Bevor wir natürlich mit der Verlegung starten, muss der Untergrund natürlich noch mal einmal geprüft werden. Das heißt also, er muss trocken sein, ja. Er muss eben sein, wir sagen 3 mm auf 1 Meter. Weiterhin sollte er sauber sein und natürlich auch tragfähig. So, bevor ich nun zum Grundieren komme, muss der Estrich einmal staubfrei abgesaugt werden. Ja, wie ich bereits eben erwähnte, finden wir hier einen klassischen Zementestrich vor. Das heißt also, den muss ich natürlich vorab nach dem Absaugen einmal grundieren. Ja, wie Sie sehen, benötige ich natürlich einen geringen Werkzeugaufwand zur Verlegung des Laminatbodens mit System. Das heißt also, ich benötige einmal klar einen Zollstock, Bleistift, eine Schlagschnur, damit ich auch gerade reinkomme und für den geraden Schnitt natürlich einen Winkel. Wie schneide ich die Elemente? In diesem Fall haben wir jetzt einmal eine Stanze. Es geht aber natürlich auch jede herkömmliche Tischkreissäge oder auch Stichsäge. Nun kommen wir zur Verlegung. Ja, ich möchte Ihnen nun einmal ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie das Laminatnetzsystem zu verlegen ist. Wichtig ist natürlich, bevor ich starte, dass ich den Raum einmal auswinkle. Ja, wichtig ist halt, dass ich da gerade reinkomme und nicht irgendwo nachher keilförmig an irgendeiner Wand zulaufe. So, wir machen es in der Regel immer so. Ich nehme einen Zollstock und einen Bleistift, übernehme das Maß einer Paneele, 19,5. In diesem Fall verlegen wir jetzt mal zwei rein, 19,5. Das heißt also 39 plus gleichzeitig 1 cm Wandabstand. Den benötige ich nach wie vor, ja, also wie bei allen, auch bei den klassischen Laminatböden, mindestens Materialstärke bzw. 1 cm Wandabstand. Ich komme her aus der Ecke raus, mache mir eine Markierung. Und ziehe mir. Die Markierungspunkte sind nun auf den Estrich angezeichnet. Anhand einer Schlagschnur zeigen wir hier nun eine gerade Linie auf den Estrich auf. Ich lege das genau auf den Strich an. Und schon habe ich einen sauberen Anschlag. Ja, bevor wir nun mit der eigentlichen Verlegung beginnen, möchte ich Ihnen nun mal einmal die Kraft der Haftfixierung des Laminatbodens mit System zeigen. Das heißt also, ich ziehe einmal kurz den Schutzfilm rückseitig ab. Und schon sieht man, ohne großartig Belastung, was für eine Kraft der Boden hat. Man muss wirklich Kraft aufwenden, um den Boden wieder zu lösen. So, nun kommen wir zu der eigentlichen Verlegung. Wie gesagt, im ersten Step haben wir natürlich eine Schlagschnur auf den Untergrund gezogen. Das heißt also, es ist gleichzeitig eine Richtlinie für mich, damit ich den Belag auch gerade verlegen kann. Ich komme nun her, ich ziehe den Schutzfilm von der Unterlagsmatte ab.
lege das erste Element sauber an der Schlagschnur an. Gebe nun einen leichten Druck drauf. Fertig. So, ich lege nun das erste Panel in der ersten Reihe. Wie Sie sehen, habe ich es hier vorab schon einmal gekürzt. Natürlich den Schutzfilm auch entfernt. Schaue, dass ich natürlich die Längsfuge auch dicht habe. Lege ab, drücke es leicht an. Fertig. Lege nun in der ersten Reihe das zweite Panel weiter, dank unserer Verriegelung, das heißt also, wir können sowohl vorwärts als auch rückwärts verlegen. Lege es an, leichten Druck nach vorne. Und da wir hier eine Fremdfeder in der Kopfverbindung haben, ist es möglich, dass ich nur mit leichtem Fingerdruck das Element runterdrücke, schon liegt es. Ein weiterer Vorteil ist dabei, dass ich hier jetzt natürlich einen rechten Winkel habe und somit auch sicherstellen kann, dass ich wirklich hier einen 90-Grad-Winkel vorfinde, beziehungsweise auch ohne eine Spalte weiterhin verlegen kann. Ja, auch hier wie bei dem ersten Panel natürlich die Schutzfilm weiterhin abziehen. Komme nun her in ca. 30 Grad Winkel, schiebe ran bis an den ersten Element. Brauche im Prinzip nur mit Fingerdruck, man hört es auch, dass es einriegelt, verriegeln. So, wie Sie sehen, sind wir nun an der Wand angekommen. Das heißt also, ich muss das letzte Panel einkürzen. Es gibt im Prinzip zwei Varianten, die man anwenden kann. Ich zeige Ihnen mal einmal Variante 1. Das heißt also, ich übernehme das Maß klassischerweise mit dem Zollstock. Lege den Zollstock an der Wand an, schaue, was ich für ein Maß habe und ziehe von dem Maß ca. 1 cm ab und übertrage das aufs Panel. Komme nun her, ziehe auch hier wieder einmal den Schutzfilm ab, setze es bis an den liegenden Panel an. Schaue, dass ich hier bündig bin, ablegen, andrücken, fertig. So, kommen wir dann nun zu der zweiten Variante des Einkürzen des Panels. Ich nehme das Panel, drehe es einmal so, dass ich hier pari pari bin, das heißt also nut nut, lege es an eine Wand an, mache mir auf Höhe des vorliegenden Panels, auf Höhe der Nut eine Markierung. Ich komme her, schaue ich mir nochmal gerade an. Kann es somit entweder stanzen oder auch sägen. So, ziehe auch hier wiederum den Schutzfilm schön sauber ab. Lege es in 30 Grad Winkel, schiebe es bis an den vorherigen Panel dran, lege es ab und mit leichtem Druck verriegele ich den Kopf. Und so kann ich die Verlegung beliebig weiterführen, bis ich an der nächsten Wand angekommen bin. Ja, wichtig ist, wenn ich jetzt natürlich die Folgereihen verlege, dass ich auch den sogenannten Kopfversatz einhalte. Das heißt also, wir von Veneo sagen mindestens 25 bis 30 cm, um halt erstmal ein optisch schönes Bild zu bekommen, aber auch zur Stabilisierung der Verriegelung. So, nun sind wir an der letzten Reihe im Raum angekommen, das heißt also, ich muss das Panel einkürzen.
Auch da gibt es natürlich verschiedene Varianten, wie ich das Ganze durchführen möchte. Aber ich zeige Ihnen einfach mal eine, die eigentlich meines Erachtens am schnellsten funktioniert. Das heißt also, das einzusetzende Panel lege ich parallel auf das Panel der vorigen Reihe. Komme nun her, nehme ein anderes Panel als Lineal. Mit der Nut zur Wand, dann habe ich auch gleichzeitig den Wandabstand. Lege es locker flockig auf. Und ziehe dann mit dem Bleistift eine Linie, wo ich das Brett nun einkürze und bereit mache zur Verlegung. Das Schöne hierbei ist, ich kann gleichzeitig einen Wandverlauf übertragen. Das heißt also, wenn ich mal eine kleine Welle oder auch einen Buckel drin habe, das überträgt sich dann gleichzeitig auf das Panel, was ich einzusetzen muss. So, komme nun her, ziehe den Schutzfilm von der Rückseite wieder ab. Setze ihn an, leichten Druck nach vorne, ablegen, fertig. Diese Technik führe ich natürlich an den Folgereihen durch, bis ich natürlich am Ende der Wand angekommen bin. Ja, dank der Install-Ready-Technologie lässt sich das Laminat Rock'n'Go sehr schnell verlegen, in 0,x quasi, wie Sie sehen. Vorteil ist noch dabei, ich kann den Boden sofort belasten. Ja, ich kann nur sagen, lassen Sie es rocken mit Vineo. Bis demnächst, euer André. Ciao.